So, dann herzlich willkommen zum heutigen Webinar MetaTrader 4 Helpdesk. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ja, ich denke mal, bei einigen Teilnehmern schon bekannt. Auch sehe ich hier bekannte Namen in der Teilnehmerliste. Sehr schön. Helpdesk Webinar ist ja primär für Sie gedacht. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen zum MetaTrader, aber auch zur FX Flat und durchaus auch andere Sachen. Und wie immer habe ich ein paar Sachen vorbereitet. Und ja, die gehen wir erstmal durch. Und dann, wenn da Fragen sind, natürlich dann bitte in den Chat reinschreiben. Und ansonsten werde ich dann Ihre Frage beantworten, wenn welche da sind. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Erstmal, wie immer, den Risikohinweis. Einmal bitte durchlesen und natürlich auch für die Zuschauer der Aufzeichnung. Und dann werden wir auch beginnen. Gut, also zunächst einmal eine kleine Neuerung bei uns auf der Webseite. Und zwar, Sie haben die Möglichkeit, die Webseite sollte jetzt zu sehen sein. Sie haben die Möglichkeit hier, wenn Sie hier auf diese 24 Uhr draufklicken und wir mit Ihnen ein persönliches, ja, oder persönliche Plattformtraining machen oder andere Sachen mit Ihnen am Rechner machen. Dann haben wir das früher immer so gemacht, dass Sie eine Einladung per E-Mail bekommen haben. Jetzt haben wir das Ganze hier integriert. Also Sie drücken hier oben auf die 24 Uhr, 24 Stunden Uhr und dann kommen Sie hier bei uns auf der Kontaktseite und können dann, wir geben Ihnen dann die Meeting-ID durch. Und die geben Sie hier ein, drücken auf Teilnehmen und dann können wir Ihnen entsprechend bei Ihrem Problem auch am Rechner helfen. Ja, so viel dazu. Ich denke, eine ganz gute und sinnvolle Neuerung. Dann schalte ich direkt auch zu dem MetaTrader. So, da sollte jetzt zu sehen sein. Okay. Ach, sind hier noch ein paar Objekte vom letzten Mal. Die werde ich natürlich jetzt erstmal löschen. Und auch die Indikatoren. Die sollen uns jetzt nicht hier verwirren. Gut, also. Zunächst einmal war die Frage bezüglich der News. Und zwar, wenn Wirtschaftsdaten rauskommen, wo kann man ja sich vorher informieren? Wo kriegt man diese Infos her? Wir haben ja unser Zusatztool für den MetaTrader FX Flat Pro und da ist auch ein Tool dabei, der nennt sich FX Flat Connect. Ja, für all diejenigen, die FX Flat Pro noch nicht haben, dann einmal kurz hier bei uns auf der Webseite finden Sie das entweder direkt auf der Startseite, sehen Sie hier FX Flat Pro oder unter Software und FX Flat Pro. Hier können Sie sich das dann herunterladen, haben Sie hier noch ein paar Infos. Ich werde jetzt nicht großartig nochmal auf die Seite drauf gehen, denn Sie finden bereits mehrere Webinare zu dem FX Flat Pro und auch direkt hier ein Einführungsvideo, was Sie sich dann natürlich nach diesem Webinar angucken können. Und ja, unter anderem ist der FX Flat Pro Connect dabei. Und das gucken wir uns jetzt an. Wie ich auch in dem Webinar
erklärt habe und Ihnen gezeigt habe, braucht der FX Flat Pro einen neuen Chart. Das heißt, wenn Sie hier schon was vorbereitet haben, Ihre Analyse etc., und Sie würden den Connect hier einfach reinziehen, dann wäre der Chart überschrieben. Das heißt, einfach willkürlich irgendeinen Chart öffnen, dann den Connect reinziehen am besten. Die Einstellungen im MetaTrader sollten Sie gemacht haben bezüglich Expert Advisor. Auch das finden Sie bei uns im Video, wobei ich kann Ihnen das auch ganz kurz zeigen, also Extras Optionen. Dann schauen Sie mal, dass Sie hier im Reiter Expert Advisors diese zwei Optionen angehakt haben und alle anderen frei. Und sollten Sie dann den Connect reinziehen, dann haben Sie hier diese vier Häkchen, die sollten dann entsprechend auch ausgewählt sein. Und dann wird entsprechend Connect, unser Zusatztool, geladen. Und dann auch natürlich für diejenigen nochmal die Info. Also FX Flat Pro sind für alle Demokunden kostenlos nutzbar. Können Sie sich einfach herunterladen und installieren. Auch das wird in dem Video dann gezeigt, wie Sie dir das machen. Und für alle Live-Kunden dann entsprechend unseren Service anrufen und da mit dem Kundenberater kurz individuell das Ganze besprechen. Sie sehen hier bereits erste Zeilen und wir sind im Reiter News. Da bekommen Sie Nachrichten, Feeds, teilweise in Englisch. Sie haben auch die Möglichkeit, wenn Sie eigene Feeds haben, entsprechend hier hinzuzufügen. Ja. Wenn Sie Feeds von Nachrichtenportalen haben und so weiter, da steht Ihnen frei, diese dann entsprechend hinzuzufügen. Dann haben Sie hier auch alle Feeds drin und Nachrichten. Und im zweiten Reiter hier Kalender, da finden Sie dann die ganzen Wirtschaftsdaten bzw. Termine drin. Und Sie können dann nach Wichtigkeit dann auch sortieren oder beziehungsweise filtern und würden wir High Impact machen, also Wirtschaftsdaten, wo man, also wenn Wirtschaftsdaten rauskommen und man viel Bewegung erwartet, werden dann als High deklariert. Da sollte man dann gegebenenfalls etwas aufpassen, wenn man positioniert ist. Ja, und so haben Sie hier natürlich dann die Möglichkeit, das Ganze dann sich vorher anzugucken, vielleicht als Morgenroutine, wenn Sie dann morgens oder je nachdem, wann Sie traden möchten, dann einmal kurz in den Kalender reinschauen, was gibt es heute für wichtige Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftsdaten und entsprechend dann den Tag planen und nicht unbedingt im Markt positioniert sein, wenn die Nachrichten dann rauskommen. Ja, also eine super Ergänzung für den MetaTrader nutze ich auch sehr gerne, da man hier dann alles schön zusammengefasst hat. Man kann die Medium und auch natürlich alle dann anzeigen lassen. Meistens habe ich dann High Impact an und weiß dann ungefähr, wann ich was zu erwarten habe. Okay. Die Zeiten sind bereits richtig dargestellt. Da wird dann die Zeitzone des Computers wird dann automatisch ermittelt, so dass Sie hier auch tatsächlich dann auch 2 Uhr, zum Beispiel hier 2:30 Uhr morgens haben für den Trade Balance in Australien. So viel dazu. Haben Sie eine Frage? Okay. Hier sind natürlich noch andere Reiter. Da können Sie unsere Facebook-Seite besuchen. Und wenn Sie Demokunden sind, entsprechend hier einen Live-Account eröffnen und auch unsere Trade-Signale dann
einsehen bei uns auf der Webseite. Okay, ich sehe keine Fragen dazu. Wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit, sich das Video bei uns auf der Webseite zum FX Web Pro nochmal anzugucken. Gut, dann auch viel gefragt in letzter Zeit, wie hat man beim MetaTrader die Möglichkeit, sich zu hedgen bzw. auch Hedging zu deaktivieren. Grundsätzlich ist es nicht möglich, im MetaTrader Hedging zu aktivieren. Allerdings mit dem Zusatztool hier, was wir anbieten, und hier genauer gesagt das Mini-Terminal, ziehe ich hier mal rein, haben Sie die Möglichkeit auch mit dem One-Click Trading-Maske hier Teilschließungen durchzuführen, beziehungsweise dann entsprechend selber zu entscheiden, ob Sie jetzt hedgen möchten oder nicht. Ja, das bedeutet, ich könnte jetzt hier einfach mal zwei Positionen mal aufmachen. Das mache ich jetzt auch. So, Lot Size ist egal. Sie sehen, das war wohl schon voreingestellt bei mir. Die Position ist sofort wieder rausgegangen. Dann schaue ich mal nach. Ja, das ist nämlich die Position. Ich wollte Ihnen erstmal zeigen, ich mache Ihnen das auch erstmal so. Normalerweise kennen Sie den MetaTrader so. Sie können gleichzeitig gegenläufige Positionen im Markt haben, überhaupt kein Problem. Ja. Und wenn Sie Mini-Terminal nutzen, dann können Sie hier über die Einstellung, kann durchaus sein, dass das bei Ihnen auf Deutsch ist. Bei mir ist das jetzt in Englisch eingestellt. Und Sie werden hier die Funktion Non-Hedging Mode finden. Und wenn Sie das klicken und entsprechend speichern, dann wird diese Hedging-Option deaktiviert sein. Natürlich haben Sie hier auch nochmal zwei Optionen, was Sie einstellen können, und zwar, wenn Sie nochmal bestätigen wollen, ob Sie dann tatsächlich eine Position schließen möchten oder nicht. Aber in der Regel habe ich das persönlich aus. Bitte nutzen Sie das so, dass Sie da sich sicher fühlen und das auch zu Ihrem Trading-Stil passt. Und wir haben diese zwei Optionen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier nochmal auf Buy klicken würde, natürlich entsprechend die gleiche Positionsgröße, dann müsste eigentlich hier die Position entsprechend geschlossen werden. Das testen wir jetzt auch und sehen Sie, das wurde dann ausgeglichen. Würde ich jetzt die Buy-Position entsprechend auch ausgleichen wollen, müsste ich jetzt natürlich auch ein Lot Short gehen. Allerdings werde ich das jetzt mal nicht machen, und zwar werde ich nur 0,5 Lots in den Markt gehen, und ich bin hierbei und ich muss hier dann entsprechend schließen, und dann sollte ich die Hälfte der Position noch im Markt haben. Dann schauen wir mal, und so ist es. Ja, Sie sehen auch, das geht auch sofort wirklich sehr schnell, gibt es da keine Verzögerung. Und das ist dann eine einfache oder einfachere Möglichkeit, entsprechend auch Teilschließungen durchzuführen. Sie kennen ja vielleicht auch die andere Methode, und zwar, wenn Sie Doppelklick machen und hier das Volumen dann entsprechend auswählen, was Sie dann entsprechend schließen wollen. Bitte beachten, immer mit Punkt zu schreiben anstatt Komma. So, wir haben jetzt 0,5 im Markt. Und ich will jetzt zum Beispiel 0,2 schließen. Achten Sie dann darauf, dass Typ Marktausführung ausgewählt ist, und klicken dann entsprechend auf Schließen. Das bedeutet, nochmal zusammengefasst, wenn ich jetzt hier Volumen 0,2 eingebe, 0,2, bedeutet nicht, dass ich noch 0,2 haben möchte,
oder dass nur noch 0,2 im Markt drin sein soll, sondern was ich schließen möchte, ja? Und ich habe das jetzt ausgeführt und Sie sehen, ich habe entsprechend nur noch 0,3 drin. Also letztendlich die gleiche Funktion, wobei allerdings hier natürlich eine schönere Lösung ist. Ja, dann auch hier die Möglichkeit, wenn Sie Steuerung drücken auf der Tastatur und dann mit der linken Maustaste reinklicken, dann haben Sie, kommt hier dieses Fenster und Sie haben die Möglichkeit, hier Ihr Risiko auch nach Betrag zu definieren. Also, wenn Sie sagen, ich möchte nur 100 Euro entsprechend riskieren, ja, dann sehen Sie hier, haben Sie auch ein paar Informationen zusammengefasst und Sie sehen hier Pip Value per Lot, also wie viel ein Lot im Markt wert ist, zurzeit 8,95 € und das würde bei 100 Euro Risiko würde das 22,4 Pips ausmachen. Und wenn ich das jetzt drücke und ich gehe jetzt meinetwegen nochmal, ich mache durchaus jetzt nochmal Short, damit Sie etwas sehen. Und zwar, ich habe jetzt hier im Lots, habe ich 0,5 eingestellt, aber ich habe nur noch 0,3 Long im Markt. Das bedeutet, wenn ich jetzt 0,5 Short gehe, und das ist ja durchaus größer als 0,3 Long, dann müsste die Position insofern drehen, dass ich dann hier Short 0, beziehungsweise Typ Sell 0,2 habe. Und das schauen wir mal. Und nicht zu vergessen, wir haben unser Stop-Loss definiert, wo wir entsprechend 100 Euro riskieren würden. Ich sage würden in dem Fall, weil diese 100 Euro beziehen sich natürlich auf die 0,5 Lots. Nun, wir werden hier 0,3 aber bereits schließen. Von daher wird sich dann unser Risiko natürlich entsprechend auch verkleinern. Das machen wir jetzt auch. Und zack, Sie sehen, Sell 0,2 mit dem Stop-Loss hier oben. Und Sie sehen auch hier, wenn Sie da unter Gewinn und Verlust sehen, dass die 100 Euro nicht mehr da drin stehen, sondern tatsächlich jetzt minus 40 € und 8 Cent, ja, weil wir nicht mehr 0,5 riskieren. So. Haben Sie dazu eine Frage? Okay, keine Frage. Das sehe ich mal als positiv, dass Sie auch alles verstehen. Und dann war auch die Frage, auch im Zusammenhang mit dem Mini-Terminal, wie man ja, Vorlagen erstellen kann. Das bedeutet, man geht immer und immer wieder oder sehr oft die gleiche Order ein. Und das können Sie natürlich machen, indem Sie hier dieses Symbol klicken und bekommen dann hier nochmal nur ein neues Fenster. Wir können entsprechend hier alles einstellen. Es sind jetzt ein paar Sachen voreingestellt, was wir hier schon bereits angegeben haben. Und haben Sie hier noch die Möglichkeit, Take Profit einzustellen, beziehungsweise Sie haben auch hier mehrere Möglichkeiten, Stop-Loss zu definieren. Das heißt nicht nur Pips. Und Fixed Price bedeutet, Sie würden jetzt einen festen Preis, also hier den Beispiel Euro US-Dollar, einen festen Preis definieren, wo Ihr Stop-Loss sein soll. Fixed Cash Risk haben wir gerade gemacht vorhin als Beispiel mit den 100 Euro. Aber Sie haben auch die Möglichkeit hier prozentual anzugeben, wie viel Sie riskieren wollen. Bedeutet, wenn Sie jetzt hier 1% riskieren wollen,
dann wird dann entsprechend ihr Risiko berechnet. Wir versuchen das mal. Ich möchte verkaufen, kaufen in dem Fall. So. Gut, da hat jetzt nochmal die Position wieder teilweise sich wieder ausgeglichen, aber ich werde das mal schließen, damit wir das Ganze entsprechend auch richtig sehen können. Also, Sie sagen, Sie möchten, ich mache jetzt ruhig ein Lot, das ist kein Problem. Und Pips möchte ich aber nur 1% riskieren. Jetzt müssen Sie dabei etwas unterscheiden. Und zwar einmal so 4% von dem Equity und von Ihrer Balance. Wo ist der Unterschied? Die Balance oder Kontostand beinhaltet den aktuellen Gewinn und Verlust nicht. Ja, und Equity schon. Bedeutet, wenn Sie 1% angeben und nehmen dabei den Kontostand, dann würden Sie nicht, wenn Sie weitere Positionen im Markt haben, diese berücksichtigen. Und je nachdem, wie die Positionen laufen, ob im Profit oder im Verlust, wäre es ja dann nicht mehr die 1%, wenn Sie jetzt 1% zum Beispiel angeben, wäre es ja kein Prozent mehr, sondern wenn Sie im Verlust wären, wären diese 1% dann tatsächlich etwas weniger. Und wenn Sie im Gewinn wären, dann wäre es natürlich etwas geringer, wenn Sie jetzt den Kontostand nutzen würden, obwohl Sie Position im Markt haben. Nehmen Sie aber dafür Equity, die in den aktuellen laufenden Gewinn und Verlust berücksichtigt, dann ist das dann auch tatsächlich den 1%, den Sie auch tatsächlich auch in dem Moment riskieren können und wo Sie auch natürlich Ihre andere Position berücksichtigen. Also da sollten Sie natürlich eine Unterscheidung machen. Ich hoffe, das war jetzt soweit verständlich, da wo der Unterschied ist. Und dann entsprechend bitte darauf achten, wenn Sie das auswählen, was Sie dann entsprechend nutzen möchten. Okay, dann machen wir jetzt den 1% oder wie gesagt, was Ihr Risiko auch gerne sein mag. Take Profit, ja, können wir hier natürlich auch gerne Pips, aber auch hier haben Sie die Möglichkeit, entsprechend das Ganze auszuwählen. Ich mache jetzt einfach mal 50, ist egal. Und dann hätten Sie auch hier die Möglichkeit, einen Trailing Stop auszuwählen. Okay, gut. Nochmal ganz kurz zum Trailing Stop. Stop Loss und Take Profit werden an den Server übermittelt. Bedeutet für Sie, Sie haben alles eingestellt, sind Position eingegangen, haben Take Profit und Stop Loss entsprechend auch definiert und können den Rechner ausmachen. Denn im Hintergrund wird weiterhin laufen na, selbstverständlich die Kurse weiter und Ihre Werte wurden dann an den Server übermittelt und werden natürlich dann ausgeführt. Trailing Stop allerdings, und dabei spielt es gar keine Rolle, ob das jetzt vom Mini-Terminal kommt oder vom MetaTrader selbst, kann nur von der Software ausgeführt werden. Ja, das bedeutet, wenn Sie einen Trailing Stop eingestellt haben, dann kann dieser nur funktionieren, wenn MetaTrader an ist. Der Trailing Stop wird nicht an den Server übermittelt. So, dann hat man natürlich zwei Optionen. Sie können den Computer anlassen, beziehungsweise den MetaTrader, oder die etwas, ich sag mal, ja, professionellere Option wäre natürlich ein VPN-Server, wo Sie das Ganze dann über einen Server laufen lassen könnten. Okay? Nur damit Sie das auch nochmal berücksichtigen. So, jetzt sage ich, gut, ich nutze diese Order sehr oft und möchte aber nicht immer wieder das gleiche eingeben. Also gehe ich hin und mache Save Template und vergebe mir dort einen Namen. Bei 1% mache ich jetzt mal. Okay. Save. Gespeichert. Gut. Jetzt bin ich jetzt hier ganz normal im Alltag, will die Order eingehen.
kann hier drücken, kann hier unter Order Typ, Order Template entsprechend auswählen. Und ich habe ja hier ein Template, haben wir ja gerade gemacht, bei 1%. Alles ist voreingestellt für mich und ich kann die Order entsprechend ausführen. Und es geht noch schneller. Und zwar, wenn Sie die Steuerung-Taste vorher gedrückt halten und dann entsprechend hier auf das Symbol klicken, dann können Sie direkt von hier aus das Ganze starten und das wird dann auch sofort ausgeführt und kommt nicht nochmal dieses Fenster. Das machen wir jetzt mal und Sie sehen, das Ganze geht natürlich dann noch schneller. Also, wenn Sie alles voreingestellt haben, speichern Sie das, dann haben Sie das hier in der Liste drin und dann können Sie natürlich entweder nochmal hier drücken und hier Ihre Vorlage auswählen. Oder direkt mit Steuerung und linke Maustaste dann hier direkt auswählen. Okay? So. Wenn Sie hier draufklicken, Sie sehen ja hier Ihre Positionsgröße. Insgesamt hat er natürlich erkannt, dass Sie zweimal hier mit Euro, US-Dollar Einlaut im Markt sind. Wenn Sie hier mit der linken Maustaste drücken, haben Sie die Möglichkeit, alle Positionen zu schließen. Sie sehen auch hier den laufenden Gewinn und Verlust. Alle Positionen zu schließen, nur offene Positionen zu schließen. Das heißt, würde hier nicht Ihre Pending Orders berücksichtigen. Dann hätten Sie noch hier, wenn ich jetzt eine Pending Order hätte, könnte ich diese löschen. Ich könnte nur Gewinner löschen, ja, oder Positionen schließen, die im Gewinn sind. Habe ich in dem Fall jetzt gerade leider nicht. Aber ich habe auch die Möglichkeit, alle zu schließen, beziehungsweise alle, die im Verlust sind. Und ich habe hier, was sehr interessant ist, die Option Reverse. So heißt im Deutschen, ja, Umkehrung. Bedeutet, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann müsste ich zwei Lots entsprechend short gehen. Diese Positionen werden geschlossen und dann entsprechend eine neue Position automatisch dann auch geöffnet. Das versuchen wir jetzt auch mal. Ja, und Sie sehen, ich bin jetzt genau andersrum im Markt drin. Wann braucht man das? Wenn Sie eine Position angegangen sind und Sie merken oder haben das Gefühl, dass der Markt nicht mehr so will, wie Sie sich das eigentlich vorgestellt haben und kommen dann zu dem Ergebnis, dass der Markt hier drehen könnte und Sie aber die gleichen Einstellungen übernehmen würden, ja, also Positionsgröße, Risiko etc. Dann haben Sie hier mit dieser Möglichkeit, hier die Position einfach und schnell zu drehen. Ansonsten müssten Sie Position schließen, dann neue Order und alles nochmal eingeben und so weiter und so fort. Was dann natürlich dann, je nachdem, welche Situation aufkommt, etwas schneller gehen müsste. Okay? So. Und wenn ich wieder auf Hedge gedrückt habe, sehen Sie, ist die Position weg, bedeutet in dem Fall natürlich dann wie Close. Dann drücke ich hier wieder drauf und komme wieder zu der ursprünglichen Maske. So, dazu eine Frage. Oder haben Sie auch andere Fragen? Wie gesagt, bitte stellen Sie Fragen, wenn Sie den MetaTrader vorher nicht gekannt haben und haben sich jetzt damit beschäftigt und kommen an einer Stelle nicht weiter. Wie gesagt, das Webinar ist für Sie und hier haben Sie die Möglichkeit, entsprechend die Frage zu stellen. Ansonsten habe ich noch eine Sache und zwar kam die Frage beim letzten Webinar. Da hatte ich ja den RSI vorgestellt. Und
Da kam dann nochmal die Frage, wie ich einen Indikator auf einem anderen Indikator nutzen kann. Und zwar in dem Fall war es da, hatten wir wie gesagt den RSI, Oszillatoren. So, machen wir jetzt einfach da. So, und dann möchte man jetzt entweder eine Moving Average, also einen gleitenden Durchschnitt drauf haben, oder aber auch ein ATR und viele andere Möglichkeiten, wie man das nochmal macht. Das kann man sehr gut machen, indem man einfach hier Indikatoren auswählt, also Navigatorfenster unter Ansicht, wenn Sie das nicht haben, Navigator, oder Sie benutzen hier die Tastaturkürzel oder Kombination. Und dann wählen Sie den Moving Average oder gleitenden Durchschnitt, finden Sie unter Trend. Ja, weil es ein Trendindikator ist. Und Sie ziehen den Alpha hier rein. So. Die Einstellung ist jetzt, wobei also Periode und so weiter, das spielt ja jetzt mal keine Rolle. Allerdings, was eine Rolle spielt und was wichtig ist, ist zwar die Position oder die Option anwendet auf. Und hier müssten Sie auf First Indicators Data auswählen. Und dann ist das entsprechend hier drauf. So, und damit es auch dazu keine Verwirrung kommt, der gleitende Durchschnitt bezieht sich hier auf den RSI. Also tatsächlich nimmt er die Daten vom RSI und bildet entsprechend den gleitenden Durchschnitt. Nicht verwechseln bitte mit dem Chart. Ja, das ist hier eine ganz andere Geschichte und hat mit dem hier nichts zu tun. Sie sehen ja, ne? Bezieht sich tatsächlich hier wirklich hier auf den RSI. Okay? Also einfach hier reinziehen und dann darauf achten, dass Anwenden auf First Indicators Data dann entsprechend ausgewählt ist. Okay, dann habe ich eine Frage hier im Chat. Sehr gut. Trailing Stops beim DAX. Ja. Sie haben einmal die Möglichkeit, so wie wir es eben auch im Euro-US-Dollar gezeigt haben, da den Trailing Stop einzustellen. Sie können das auch direkt hier machen. Ich mache jetzt den DAX auf und ziehe dann entsprechend das Mini-Terminal rein. So. Und CFDs, ein Kontrakt kann ich erstmal drin lassen, spielt ja erstmal keine Rolle. Und Sie sehen bereits vom letzten Mal habe ich hier zwei Voreinstellungen. Stop-Loss 200 und TP 200. So. Das bedeutet nicht, dass ich hier gerne 200 Punkte haben möchte, sondern man muss hier beim Index eine weitere Null hinzufügen. Ja, bei der Eingabe. Das hat was mit den Nachkommastellen zu tun, auch mit der fünften Nachkommastelle beim Euro-US-Dollar. Das haben die Entwickler von FX Flat Pro beim Forex entsprechend berücksichtigt, so dass man da ganz normal, wenn man 20 Pips haben möchte, auch 20 Pips eingeben kann. Das haben die aber hier beim Index jetzt im Beispiel DAX aber nicht gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es technisch möglich war. Das weiß ich leider nicht. Aber man muss hier tatsächlich eine Null berücksichtigen. Bedeutet, wenn ich jetzt auf Buy klicke, dann habe ich nicht 200 Punkte Take Profit, sondern nur 20 und entsprechend auch 20 Stop Loss. Ich gehe die mal ein und Sie sehen hier Punkte 20, Gewinn und Verlust natürlich dann auch 20, weil ein Punkt beim DAX entspricht 1 Euro. Das heißt, wenn Sie das hier bitte nutzen, ne, und wollen das auch zu, also das Mini-Terminal für den DAX Trading, für das DAX Trading nutzen, dann bitte berücksichtigen, dass Sie hier einen Null ergänzen müssen. Das gilt natürlich selbstverständlich auch für den Trailing Stop. Und was würde das bedeuten hier? Nicht 50 Punkte, sondern tatsächlich nur
5. Okay. So, die Position kann ich mal kurz schließen. Ich gehe das mal ein. Und da war ich bereits schon kurz im Plus und wurde die Position entsprechend schon herangezogen. Dann die Frage, wie erreiche ich das Mini-Terminal? Ja, also, wenn Sie jetzt MetaTrader frisch installiert haben, dann werden Sie das nicht finden. Sie finden das, wie gesagt, bei uns auf der Webseite. Also hier, FX Flat Pro. Und dann installieren Sie das. Ja, die Installation. Und wie gesagt, finden Sie hier im Video bei uns ganz unten. Und dann nach dem Neustart werden Sie dann den MetaTrader entsprechend hier in der Liste finden und können den, so wie eben gezeigt, ich kann das gerne mal schließen, zum Beispiel hier einfach reinziehen, mit OK bestätigen. Und dann haben Sie das Mini-Terminal drin. Okay? So, dazu noch eine Frage zum Mini-Terminal. Nur ganz kurz noch eine Ergänzung zum Trading Stop. Ich gehe mal hier eine Position ein. Sie könnten das natürlich auch hier mit der rechten Maustaste im Terminal auf die Position drücken. Dann hier unter Trading Stop. Und wie gesagt, hier bitte beachten, das sind nicht 15 Punkte, sondern tatsächlich 1,5 in dem Fall. Und Sie machen dann den Nutzer definiert. Und wenn Sie jetzt 15 Punkte tatsächlich haben wollen, dann bitte entsprechend 150 eingeben. Okay? Und wenn Sie hier drüber gehen, dann gilt das auch für Forex-Positionen. Ja? Also, wenn Sie Forex handeln und nicht das Mini-Terminal nutzen, dann müssen Sie auch hier beim Trading Stop die Null berücksichtigen. Ganz wichtig, wirklich ganz wichtig, weil sonst haben Sie sehr schnell die Position wieder draußen. So, dann wird hier gefragt, wie lösche ich den Stop? Da gibt es zwei Optionen. Also, ich mache jetzt ganz normal eine Order hier drüber auf, neue Order. Und ja, gehe jetzt einfach mal long rein und ja, jetzt gar keinen Stop-Loss drin. Ich könnte jetzt hier mit Doppelklick, könnte ich einen Stop-Loss ergänzen. 986, 806 zum Beispiel. Oder ich hätte die Möglichkeit, im Chart die Position anzuklicken mit der linken Maustaste und entsprechend den Stop-Loss runterziehen. Sie sehen links, sehen Sie einmal, wie viel Pips oder beziehungsweise jetzt beim DAX Punkte das wären und gleichzeitig, was das in Euro oder dem Betrag meines Risikos dann entsprechend ausmacht. Ja, und auch hier können Sie erkennen, dass Sie eine Null berücksichtigen müssen oder was damit gemeint ist. Sie sehen da, da steht 524 Pips. Tatsächlich habe ich hier 2,4 Punkte. Okay? Und dann loslassen, ist mein Stop-Loss wieder drin. Jetzt war die ursprüngliche Frage, wie kann ich meinen Stop löschen? Einmal können Sie das im Chart machen, mit der rechten Maustaste und dann Stop-Loss löschen. Okay? Das mache ich jetzt nicht. Oder Sie drücken mit Doppelklick auf die Position im Terminal, wählen Typ Order ändern und dann Stop-Loss, was drin ist, einfach durch 0 ergänzen oder auf Entfernen drücken und dann hier auf Ändern und die Position. Der Stop-Loss ist dann entsprechend entfernt. Okay, dasselbe gilt natürlich auch für den Take-Profit. Im Chart einfach mit der Maus ziehen. Auch hier sehen Sie dann, wie viel Sie hier gewinnen würden, wenn er erreicht wird.
Und mit der rechten Maustaste können entsprechend Take Profit löschen. Und die Position können Sie auch hier löschen. Mit der rechten Maustaste auf die Position drauf, beziehungsweise auf diese Linie. Oder natürlich hier mit dem X ganz rechts außen. Dazu noch eine Frage. Gut, sehr schön, dann ist alles verstanden. Dann habe ich noch was ganz Interessantes für Sie. Das wäre dann auch, ja, von meiner Seite aus der letzte Punkt, aber da werden wir uns erstmal damit beschäftigen. Und zwar, meine Damen und Herren, wurden wir auch mal gefragt, ob man Skripte benutzen kann, um entsprechend, ja, eine schnellere Position eingehen zu können, wo man nicht hier erstmal neue Order anklickt und so weiter und so fort. Und wenn man das FX Flat Pro Paket nicht hat. Nun gibt es die Möglichkeit im Internet Skripte zu suchen, aber auch hier im Markt. Ja, auch das habe ich letztes Mal mit Ihnen zusammen gemacht im letzten MetaTrader 4 Helpdesk. Schauen Sie sich das vielleicht mal später an, wie man hier Indikatoren sucht und so weiter und so weiter. Und wenn man ein entsprechendes ein entsprechendes Skript gefunden hat, na, das wollte ich nicht so machen, dann kann man diesen hier über Tastenkombinationen für unser Trading nutzen. Ich habe hier zwei Beispiele. Da steht einmal Buy with Stop Loss and Take Profit without Conf. Bedeutet hier eine Abkürzung von für Confirmation, also dass ich das Ganze nicht nochmal bestätigen muss. Und entsprechend Sell with Stop Loss and Take Profit without Confirmation. So. Erstmal gucken wir uns das Ganze mal an, was das bedeutet. Okay? Also, ändern. Wenn Sie hier auf ändern klicken, dann öffnet sich der MetaTrader Editor. Die meisten, oder sagen wir mal andersrum, die wenigsten werden sich da wahrscheinlich damit auseinandergesetzt haben. Ich bin da jetzt auch nicht unbedingt der Programmierer, aber so für einfache Modifikationen ist es dann durchaus auch für mich brauchbar. Und zwar ist das hier der Autor, ja, der das Ganze entsprechend geschrieben hat. Das ist jetzt auch frei verfügbar im Internet. Und wenn man das Ganze sucht, dann wird man das auch finden und darf man auch nutzen. Nichtsdestotrotz, Copyright geht natürlich an den Autor. Und Sie sehen hier ein paar Einstellungen. Lots, Use Money Management, True. Na, dann müssen Sie vielleicht ja, nicht unbedingt Programmierkenntnisse haben, aber schon mal davon gehört haben. Und hier Risk Percent, also wie viel Risiko ich letztendlich nutzen möchte und so weiter und so weiter. Ich habe hier eingestellt, dass ich als Beispiel ein Lot traden möchte. Ich möchte Money Management nutzen, ja, und dabei 2% riskieren. Ich möchte einen Stop nutzen. Ich möchte einen Take Profit nutzen. Ich habe hier mein Stop Loss und Take Profit entsprechend voreingestellt. Sie sehen auch hier, ich habe hier die 0 mit berücksichtigt. Und wir haben hier noch eine Notiz. Sie könnten auch als Entry einen Preis angeben. So, das sind die Einstellungen, die man machen kann. Und dann kommt der Code und so weiter und so weiter. Okay? Wie gesagt, meine Damen und Herren, das ist ein Beispiel. Ich habe das nicht geschrieben. Ich empfehle Ihnen, das auch nicht zu nutzen. Wenn Sie das nutzen wollen, dann auf eigene Gefahr. Wenn Sie das Ganze dann gemacht haben, drücken Sie dann auf Kompilieren, können das Ganze dann schließen. So, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie könnten
dass sie einfach in den Chart reinziehen. Ja? Warten Sie. Ich mache das ja mal weg. So. Und Sie sehen, der ist sofort, hat eine Position eröffnet. Ich habe ja gesagt, ich möchte kaufen, möchte dabei 2% riskieren. Jetzt dürfen Sie nicht verwechseln oder durcheinander kommen, dass Sie am Anfang bei Lots 1 hatten. Na? Hatte ich ja hier drin gehabt. Das kommt dann erst oder das wird erst angewendet, wenn Sie Use Money Management nicht nutzen würden. Okay? Dann würde dann die 1 dann greifen. Aber in dem Fall habe ich gesagt, ich möchte 2% riskieren. Ich hatte, glaube ich, Stop-Loss mit 15 angegeben. Jawohl, 5 Punkte von 15 und Take-Profit entsprechend 30. Gut. Aber Sie müssen immer noch Navigatorfenster offen haben, dann das Ganze hier reinziehen. Das geht noch schneller. Ja? Und zwar mit der rechten Maustaste Hotkey bestimmen. So, dann können Sie hier entsprechend auswählen, meine Damen und Herren, die Steuerung und dann die Taste. Ich habe das letzte Mal hier unglücklich definiert, weil Control Y ist gleichzeitig auch die Periodenbegrenzung, was Sie hier sehen, was vom MetaTrader standardmäßig eingestellt ist. Das heißt, Sie sollten das vielleicht anders benennen. Machen wir daraus ein C. Ja, so, schließen bzw. festlegen. So, schließen. Ich schließe die Position auch. So, und wir haben jetzt Control oder im Deutschen Steuerung C definiert. Und wenn ich jetzt die Tastenkombination drücke, dann hoffe ich, klappt das auch. Und Sie sind direkt im Markt. Das heißt, es vereint besonders für diejenigen, die schnell im Markt reingehen wollen, Scalper, aber auch alle anderen Trader-Typen, haben hier die Möglichkeit, noch schneller in den Markt zu gehen. Das Ganze machen wir natürlich auch für Sell. Ich glaube, ich muss auch hier mal anders bestimmen. Ja. So, es macht natürlich Sinn, wenn das nebeneinander liegt. Also in dem Fall C für kaufen und dann V würde sogar jetzt passen, na, für verkaufen. Man könnte es aber auch andersrum machen, da B direkt daneben ist. Für Buy und so weiter. Also das können Sie ja selber entscheiden. Und hier müsste ich auch alles gleich eingestellt haben. Probieren wir mal aus. Und ich bin short im Markt. Ja, also für diejenigen, die gerne mit Tastaturkombinationen nutzen oder Tastenkombinationen gerne arbeiten und besonders im Trading schnell rein und rausgehen wollen, eine sehr sinnvolle Funktion. Schauen Sie mal, ob Sie diese Skripte im Netz finden. Wie gesagt, frei verfügbar. Wenn Sie ein bisschen googeln, werden Sie das auf jeden Fall finden. Sollten Sie das nicht finden, dann melden Sie sich bei uns. Dann können wir Ihnen da entsprechend helfen. Ansonsten bitte, falls Sie es jetzt gleich schon finden, nutzen Sie nur auf eigene Gefahr. Ja, das war keine Empfehlung von mir. Und wenn Sie das nutzen, dann bitte sehr sorgfältig, achten Sie darauf, dass Sie alles richtig einstellen vom Risiko her. Probieren Sie das eventuell erstmal auf dem Demokonto, bis Sie damit sicher umgehen können. Gut. Meine Damen und Herren, ich habe soweit meine Themen durch. Sie haben jetzt die Zeit und die Möglichkeit, mir weitere Fragen zu stellen. Ja, vielleicht haben Sie ja noch die eine oder andere Frage, auch zu den Themen, was wir heute besprochen haben. Sollten Sie sich jetzt nicht trauen, in den Chat zu schreiben,
dann melden Sie sich einfach bei uns morgen, und wir helfen Ihnen sehr gerne dann entsprechend weiter. Ansonsten, soweit kommen keine weiteren Fragen rein. Ansonsten, ja, bedanke ich mich, dass Sie teilgenommen haben, dass Sie mir zugehört haben und zugeguckt haben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Sachen zeigen und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und passen Sie auf Ihre Position auf. Bis bald. Ciao.